Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen was an Nebenquesten nochmal erfüllt. Eine will ich noch abschließen hier in der Gegend. Ich habe offscreen vor dem Part noch die ganzen Harmonien mal so ein bisschen gestiegen. Also ich habe an diesen Mini-Fabriken hier ein bisschen Material gefarmt und ja. Darüber habe ich jetzt die Harmonien ein bisschen gesteigert. Zumindest bei Kolonie 30 konnte ich dadurch auch die Koloniestufe um einen steigern, also die Harmoniestufe. Und wir wollen uns jetzt endlich diese vergessenen Vorräte hier oben holen und dafür gehen wir diesmal so rum hier. Um die Juwelen zu verbessern, habe ich jetzt noch nicht offscreen so hart gefarmt, aber ich verspreche, dass ich das offscreen nebenbei mache. Also ihr werdet das wahrscheinlich nicht so extrem aktiv mitbekommen, wie ich die Sachen ausbessere, aber ich erwähne es für euch mal. Oh, that's a rare one. Da vorne ist ein Container, wenn ich es richtig sehe, ne? Zumindest leuchtet es so, als ob da einer gammelt. Ja, da gammelt ein Container. Wieder viele Edelsteine. Ich habe auch zwei Minibosse, an denen wir früher schon mal vorbeigelaufen sind, mal offscreen platt gemacht. Ich kann euch hier mal eben kurz zeigen, an welcher Stelle. Nämlich hier einmal. Da habe ich diese eine Riesenmaschine damals fertig gemacht, an der wir mal vorbeigelaufen sind. Die war ja so Level 20. Und hier war ja noch dieser Megafisch im Wasser. Den hatte ich auch mal fertig gemacht. Ich weiß, dass wir an dem vorbeigelaufen sind. Und da die nur so Level 20 waren, habe ich euch mal den Kampf dazu erspart. Ich sag mal so, der Kampf gegen die gingen auch beide nur so 2 Minuten. Jetzt darf ich aber erstmal 700 Meter laufen. Wenn was Spannendes auf dem Weg dahin passiert, dann seht ihr das. Ansonsten sehen wir uns da kurz vor Ort. Um Gottes Willen, ab hier sind die Gegner schon so Level 47. Aber von hier aus komme ich definitiv an die Vorräte. Aber was hat sich das Spiel denn dabei gedacht, das als 28er-Quest einzustufen? Auf Level 28 wäre ich doch hier komplett zerstört worden. Also ich lasse die jetzt in Ruhe, ne? Ich habe kein Interesse an dem Kampf mit denen. Ihr habt hier sonst auf dem Weg auch nichts verpasst. Hier waren jetzt keine Bosse oder irgendwas auf dem Weg. Oh, an die Kiste komme ich aber offenbar nicht so einfach. Ja, einfach draufhauen. Sind wahrscheinlich schwach vom Level. Ja, Level 28, den Kampf, den schenke ich euch. Hm, was ist los? Hallo? Tut euch keinen Zwang an. Könnt das ruhig haben. Was für ein netter Gesellen. Anstandsrest.
Auch mal eine interessante Beute. Ich würde gerne einen Boss hier oben finden, damit ich einen Schnellreisepunkt für diesen Ort habe, falls hier nochmal irgendwas ist. Na, guck mal, auf den ganzen Weg hier habe ich nicht einen einzigen Schnellreisepunkt. Ich guck mal, ob ich einen Boss hier in der Gegend finde. Ansonsten sehen wir uns bei in dieser Kabilla. Leute, ich habe einen Boss gefunden hier oben. Auch wenn es nur eine Mücke ist, ist es ein Boss, der uns einen Schnellreisepunkt gibt. Also vernichten wir ihn hier mal. Well now, ain't that a challenge? This will be a challenge. Don't lose focus. Barmherzige Maribel. Die machen wir platt. Ich glaube, ich spiele mal mit Mio. Gleich haben wir die Angriffskette. Und Angriffskette. So, wir nähern uns dem Ende dieser Angriffskette. 1000 Nadelstiche, let's go. Vernichtet. Besiegt. Jetzt haben wir hier oben einen Schnellreisepunkt. Das war alles, was ich wollte. Tropfenkleidung? Ah. Oh, das wäre bei ihm gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr Reichweite. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt aber bei dieser Camilla. So, wir liefern dir was. Naja. Weißt du, da sind wir so nett zu denen und dann bauen die Scheiße. Was soll das? Ihr solltet denen alles geben und nicht Hälfte für euch abzweigen. Ja, ich glaube ja wohl, es hackt. Aber hier ist jetzt momentan sonst nichts mehr. Mir fehlt nur noch eine Harmoniestufe und die ist eigentlich auch schon fast erreicht, ne? Dann haben wir hier fertig. Guck gerade nur mal grob hier drüber. Aber sieht nicht so aus, als ob irgendwer hier was will. Na gut, aber... Ich will einmal dahin reisen. Ich weiß, dass da was zum Abhören ist. Das hatte ich gesehen, während ich die
Fabriken einmal abgesammelt habe. Glitzerrettiche. Naja, wir können es bequatschen, ne? Außerdem, ich habe ja wie gesagt richtig viele von diesen Karten abgegeben. Das Level gönne ich mir natürlich. Dann bequatschen wir mal diese Information. Ist nicht mal eine Nebenquest, aber man kann sie ja trotzdem bequatschen. Hey, so, can we talk? Okay. Damit haben wir momentan nichts mehr zu bequatschen. Wie sieht es mit den Harmoniediagrammen denn hier uns momentan aus? Kolonie 4 ist auch fast abgeschlossen. Na gut, wir haben dann jetzt hier aber, glaube ich, dann jetzt wirklich vorerst nichts mehr zu tun. Ich kann allerhöchstens hier bei Kolonie 30 noch gucken, ob da jetzt irgendwas zum Bequatschen dazu gekommen ist, weil da ja die Harmoniestufe gestiegen ist. Oder was wir auch gucken könnten, ob ich jetzt nochmal diese Iota-Güter holen kann. Also Leute, ich habe jetzt mal bei den ganzen Kolonien nochmal reingeschaut und nur bei Lambda hier sehe ich, dass hier eine Information ist. Das klingt nach einer Quest. Ansonsten sehe ich nirgendwo das Informationssymbol. Warum hatte ich diesen Reisepunkt noch nicht? Ich war noch 100 Pro schon mal in der Kantine hier. Na gut, wenn die Kantine neu ist, müsste mir hier eigentlich was fehlen an Essen, ne? Dass ich ein neues Gericht lernen kann. Do we have any snacks? Ja, das ist eine Nebenquest mit den Autoliths. Ja, können wir ruhig noch machen, ne? Neustart. Ja, komm, gönn ich mal. Das Rezept hatte ich tatsächlich nicht. Wie praktisch, dass das direkt nebenan ist.
Okay. Ach, die kriegen wir locker kaputt. Okay, da beam ich mich einmal hin. Kommt mich sogar genau daneben teleportieren. Das sagst du jetzt. Soll sie nur herlocken. Nice. Jetzt darf ich erstmal Gegner zu einer Maschine locken. Okay. Genau genommen kommt sie aus Gamma. Mal gucken, wie viel der bringt. Wenn es weiter nichts ist. Ich habe eine dicke, fette Maschine auf meiner Seite. Oh, die können eh nix. Zack. Fies, mein Geschütz. Nur noch einer. Nee, nur noch zwei. Entschuldigung. Tot. Das freut einen doch.
Ach, jetzt muss ich nochmal zurück. Ach, wir haben doch gerne geholfen. Wie gesagt, wir haben gern geholfen. Guck mal, direkt eine Nebenquest hier. Wäre bestimmt keine schlechte Idee. Doch, sind wir. Wenn es weiter nichts ist. Kolonie 5. Hier ist noch eine weitere Kolonie in der Gegend. Habe ich jetzt gar nichts von mitbekommen. Guck mal, bei der Karawane von Kolonie Tau in der Nähe ist auch noch mal eine neue Quest. Na gut, ich würde jetzt aber sagen, die Nebenquest lassen wir mal in Ruhe. Von Kolonie Lambda hier. Und machen beim nächsten Mal dann wirklich mit der Hauptstory weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir dann auch endlich mit der Hauptstory weiter. Haben die ja jetzt lang genug aufgeschoben. Also, bis dann.